Hast du die Zigaretten mitgebracht? Ja, aber ich hab sie nicht in der Stange gekriegt. Ich hab keine Zigaretten mehr, zwei Kippen. Ja. Wunderbar, reicht für heute. Komm her, gib einen Kuss. Die ist gut, eklig. Capri-Sonne, ich hab nichts zum Saufen, die Frau kommt nachher, ich hab nur Wasser aus. Ich darf doch kein Wasser. Ja, soll ich das kriegen, meine? Nee, ach Mutter, komm, ist gut. Ich werde bald gesund leben, ich hör bald auf. Mit was? Mit alles. Leuten gerade gesagt, ich hör bald auf. Schnauze voll, hab alles erreicht. Oder? Finch? Ja, was denn noch? Was willst du denn aufhören? Alles. Nichts mehr machen? Nee. Okay. Ja, ich hab keinen Bock, ich bin fertig. Ja. Ich hab alles erreicht, ich hab keine Ziele mehr. Ich hab nichts mehr, was ich mir wünsche. Was willst du denn machen? Nur auf der faulen Haut liegen? Das wird dir dann aber auch langweilig. Dafür bist du auch nicht geboren. Holst dir ein Karussell? Oh, da hätte ich Bock. Und dann gehst ich auf den Jahrmarkt, oh, setzt dich da rein, denkst, wie das Karussell geht. Ey, da, ich schwör's euch, stellt euch vor, Knossi, Karussell, ich lasse ein Karussell bauen. Dann wechseln wir uns ab und sitzen an der Karussell. Ach, noch eine Schießbude? Schießbude? Machen wir die ganze Welt. Das wäre mal ein Ding, ne? Ein Jahrmarkt. Ein Jahrmarkt, ein schöner Jahrmarkt. Hä? Ist deine Mutter naturblond? Nein, die ist grau. Wo denn? Ich muss färben, ja. Die ist grau, Menschenskinder. Nee, ganz grau nicht. Was heißt das schon wieder? Ja. Ich gehe eh bei Instagram bald raus. Warum gehst du bei Instagram raus? Weil meine Follower so fallen. Weil ihre Follower fallen, nervt sie. Ja, ja. Wenn du die nur zumüllst. Ja, was soll ich zumüllen? Ja, mit deinem Scheiß immer. Hier ist die Ananas. Ja, komm. Hör lieber auf zu rauchen, morgens kotscht. Das ist nicht mehr normal. Ekelhaft ist das mit einem Auswurf. Das liegt nicht daran, dass du die Nabelschnur um den Hals hattest. Das liegt an der Zigaretten. Sauerstoffmangel jetzt. Lunge kaputt. Auswurf, grüner wahrscheinlich. Na, dann kommt die Frau. Ja, und dann? Ja, dann tschicki tschicki. Oh Gott. Und dann muss noch duschen, bin unrasiert. Tschicki tschicki, das braucht kein Mensch, tschicki tschicki. Kannst du mal, wenn du sprichst, auch im Bild sein? Oder was? Oder? Das braucht kein Mensch, tschicki tschicki. Der ist blöd, gell? Tschicki tschicki. Hau ich sie wieder übers Bett. Was ist das ekelhaft. Und? Das braucht kein Mensch, sowas. Weil Kinder hast eins, das reicht und dann kannst du das abgewöhnen. Das braucht kein Mensch. Wäre enthaltsam. Ja, du tickst wohl nicht so. Oh, ich habe eine Idee, wo du hingehen kannst. Mal ein Jahr in ein Kloster. Dann ohne Fernseh, ohne alles. Oder 3 Monate langt ja. Und dann ohne Zigaretten. Nur das, was die dort anbauen. Denkst, wie es dir gut geht. Ja, und dann? Dann bist du. Ja, und dann komme ich zurück und sage, ja, ich bin bekehrt. Ah, nee, ich möchte nicht mehr sprechen. Nein, die bekehren dich. Ach was? Die willst du mich loswerden? Nee, ich glaube, die bekehren dich nicht. Geh ein Jahr ins Kloster, sagst du zu mir. Nein, für deine Gesundheit. Ruhe. Entgiftet bist du dann. Super. Dann sehen wir uns aber auch nicht. Und dann? Vermischst du mich nicht? Ich sehe dich hier bald nicht mehr. Wieso siehst du mich bald nicht mehr? Wer weiß, wo du überall landest. Du bist ja immer nur unterwegs. Sehe dich eh nicht oft. Bist ja immer weg. Da kommt es auch darauf nicht an. Das wäre gut für deine Gesundheit. Die ist schon wieder. Ich hätte ja keine Zigarette holen sollen. Ich habe das Geld doch gegeben. Na und? Hätte ich mir es lieber als Taschengeld Ich bin bald im Amazonas. Ja, das auch noch. Das überlebt er nicht. Der ist doch total verseucht. Sascha ist doch dabei. Na, der ist wahrscheinlich gesundheitlich auf der Höhe. Der frisst nur Blätter. Na gut, das ist auch nicht das Wahre. Das kannst du auch nicht sagen. Also nur Blätter. Aber mit Rauchen muss ich wirklich aufhören. Warum hörst du nicht auf? Ich rauche doch nicht. Ich keuch morgens nicht. Ich habe keinen Auswurf. Ja, aber weißt du, was? Dann rauchst du auch nicht. Ich muss mich noch rasieren untenrum. Oh, ist der eklig. Oh Gott. Stoppelig. Hä? Ja, stoppelig. Stoppelig? Ja. Ich finde das ganz schlimm. Bist du nicht geschäft? Nee. Bei mir ist alles, das, sowas gibt's nicht. Das sind doch alles, die Beine haben was gesagt. Die sehen doch alle aus wie 12-Jährige. Komm, jetzt ist gut. Oder wie 10-Jährige. Aber es gibt auch so eine Statistik. Büsche muss man haben. Hier, also Büsche. So, ist gut, gell? Jetzt ist gut. Ja, du wolltest doch wissen. Ja, gut. Alter, schreib rein, Alter, hast du eine geile Mutter. Ja, wir haben noch nie Probleme gehabt, ne? Nee. Ich bin auch damals zu dir gekommen, als ich gesagt habe, ich habe bei der Zinssäule keine hochgekriegt, ne? Tja, sowas passiert. 14, 15. Puh. Da brauchen wir noch keinen hochkriegen. Wieso denn nicht? Die Bravo gelesen, geguckt, wo sind die Probleme? Soll ich auch hinschreiben? Ja. Dafür läuft es jetzt umso besser anscheinend. Wunderbar. Was hast du gesagt zu meinem Fernsehauftritt? Super. Ja? War gut. Und dann zeige ich mich, wie ich noch die Kippe da rauche. Ja, aber das war ja wie ein Geisteskranker. Gell?
Mutter. Das war ja wie ein Süchtiger. Joko stand hinter mir, ich habe das gerade im Studio angeguckt, der hat sich totgelacht. Ja, ja. Der hat sich totgelacht. Also, was. Hammer, Hammer. Der stand hinter mir. Knossi, Hammer, Hammer, genau so. Als ob es deine letzte Zigarette war. Nee, ich höre bald auf mit Rauchen, wirklich. Ja, also, dann gib mal her die ganzen Kippen. Du tickst wohl nicht richtig. Du rauchst doch nicht nur Heats. Doch, ich rauche nur Heats. Dann weiß ich nicht, warum du so keuchen tust. Und Joints. Was für Dinger? Joints. Was sind das? Gibt's gar nicht. Verarscht er mich schon wieder? Joints. Joints, das ist wahrscheinlich eine neue Erfindung von dir. Orange Bud. Ach, du bist echt. Schön in den Blunt rein. Mensch, jetzt folgt meiner Mutter mal im Instagram, dass die sich freut. Willst du heute mal was ein bisschen zeigen? Mit Ausschnitt? Nee, dann verzichte ich. Da, guck mal, da ist er doch. Guck mal, da ist meine Schwester. Seht ihr meine Schwester? Viele Bilder von mir auch, schöne Bilder. 52.000 Abonnenten, heult die. Guck dir doch mal die Mama an, ne? Guck sie dir doch mal Gardasee, an. Gardasee, wo ich finanziert gekriegt habe. Gardasee habe ich ja finanziert. Und meiner Schwester. Natürlich. Heute hat mich Marcel auch angerufen und hat gefragt, wie geht's Regina eigentlich? Gut, einigermaßen, aber halt der Rücken halt ist kaputt. Rücken ist kaputt durch die Chemotherapie, aber ihr geht's besser, ne, Regina. Pietro Lombardi mit meinem Sohn, des Postes. Das ist doch geil. Wir haben 4 Kinder im Haus, aber alle größer. Schön abgedeckt, das ist mein Sohn. Kinder, aber da war er noch klein. Jetzt war der klein. Jetzt war der klein. Da haben wir Kai Pflaumen mit dem anderen Kind. Hier haben wir Sido mit der Kuchenbäckerin bei uns unten bei der Mutter im Wohnzimmer. Das ist die Mutter von dem. Sido bei uns unten bei meiner Mutter im Wohnzimmer. Das war geil. Der Typ ist gut. Draußen gekifft im Garten, ist dem scheißegal. Mutter, gib mal Feuer, sagt er. Naja, klar. Gekifft? Ich weiß, hier haben wir Schükrü vom Trödeltrupp, ausmisten bei der Mutter, weil meine Mutter, ihr wisst ein bisschen messy. Ja, hat nicht ausmisten, es war Kai Pflaume, wo er gemistet hat. Kai Pflaume war das, wunderbar. Hier, meine Mutter im Studio mit dabei, mein Sohn. Ich habe einmal die Familie geholt, damit ich auch schöne Erinnerungen habe für meinen Sohn, ne, im Studio-Setter. Bei meiner Mutter seht ihr so ein bisschen... Oh, was ein schöner Junge. Was gibt's da zu lachen? Wer lacht? Was für Down-Syndrom? Das ist ja cool. Mutter, die sagen immer Down-Syndrom. Ja, da soll man Down-Syndrom das so weit bringen. Wenn das ein Down-Syndrom ist, hat das aber weit gebracht, gell? Ja, und für euch, die normal sind, Schande über euch. Wo seid ihr denn? Die ärgern mich. Die sind doch bloß neidisch. Die ärgern mich. Ach, die machen doch nur Spaß. Die machen nur... Wie früher, meine Mutter, der hat mich geärgert. Meine Mutter in die Schule rein, wo ist der? Kriegen sie einen aufs Maul. Zwei auf der Ballon und Schluss. Kannst du dich noch erinnern an der Takatsch? Ja, ja, Takatsch. Das war der Nachbarsjunge, das war sein Nachname. Takatsch. Meine Mutter hat gesagt, guck mal, da ist er wieder, der Takatsch. Warum? Weil er dich immer gequält hat, bis mir mal der Kragen geplatzt ist. Da war die Tiefgarage meine und seine. Dann haben wir hier meinen Vater. Bin da ja auch. Mein lieber Mann, aber, weißt du. Nee, da muss ich aber auch bald mal wirklich den Kleiderschrank bei mir ausmisten, dass der Mann... Der ist so. Der will das. Verstehst du, aber es muss doch nicht sein. Ja? Der Vater trägt eine Woche lang die gleichen Socken. Nee. Lüftet die. Eine Woche nicht, aber 2 Tage. 2 Tage, der lüftet ja die Sachen. Der ist so erzogen, das kriegst du nicht raus, das versuche ich. Wie kann man denn so erzogen sein? Über 30 Jahre versuche ich das schon mit der scheiß Lüfterei. Was für Socken lüften? Ja, sei froh, dass er die Unterhose nicht lüftet. Ach komm. Wir könnten echt aus Schweden sein, ne? Sagt ehrlich, Chat, gell? Wir könnten echt so Schweden oder Holland-Familie. Holland, hallo. Hallo, wir können nicht so eine Holland-Familie sein. Ja, du kannst ja so reden. So, hier, das war das Bild meiner Big Brother-Bewerbung damals, mit 18. Bloß haben sie dich nicht genommen, die wissen gar nicht, was sie verpasst Ja, haben. Und heute ruft der andere rein, Alex. Komm jetzt, Knossi. Pech. Komm, Promi-Big Brother. Komm. Vorbei. Nö, sag ich zu dem. Aus, der Traum. Nee. Und hier haben wir sie, den 200-Kilo-Bomber. Mein lieber Mann. Scheiße ausgesehen. Ja, was? Guck dich mal an. Richtig schön im Saft gestanden. Oh, ein dicker Boah, Hals. Junge, die Haarschnitt, ey. Wie, Katastrophe, wie so eine oder? Bulldogge. Schlimm. Wie eine Melone mit ausgeschnitten. Und nebendran, das ist Nevio, ne? Nevio. Die kennt ihr noch. Der DSDS, was war das für ein Platz? 5. Meine Mutter, Fan heute noch. Ich höre ihn gerne. Der dürfte heute noch drüber rutschen. Ein Bild von meiner Mutter, ihrem ersten Schultag. Und in diese Grundschule bin ich auch gegangen. Ja, da ist doch, du bist das sieht, die sieht immer noch so aus. Ja, aber du bist daneben irgendwie. Ich bin daneben. Da. Guck, also die haben nicht von der... Aber es ist die gleiche Schule. Guck mal. Und jetzt was dazu sagen. Das haben viele geschrieben, wie der Alf. Das hat die Fotografin dazu gesetzt. Das war nicht dein Alf. Den habe ich nicht, Alf kenne ich das nicht. Das haben die als Zierde dazu gemacht. Nee, aber das bin ich natürlich. Ja, also würde schon sagen, Bubi sieht ähnlich aus. Die Leute wissen es ja nicht. Aber von der Seite ja. Ah doch, wenn man jetzt so von der Seite guckt, sieht er so aus. Ja, und hier meine Mutter, ihr Wohnwagen, den habe ich ihr gekauft. Den liebe ich. Den liebt sie. Ihr erinnert euch damals noch, da war hier im Studio noch nicht so viel los, ne? Ich sag, meine Mutter Wohnwagen und dann da hat er noch nicht so viel Geld gehabt. Nee, da habe ich noch nicht so viel Geld gehabt. Da war das viel, erinnert ihr euch? Da war das viel Geld. Da alles geopfert für die Mutter. Wo ich erbettelt habe. Erbettelt? Du hast nicht erbettelt. Nein, ich habe halt gesagt, könntest du nicht mal. Könntest du nicht mal einen Wohnwagen? Hä? Das wäre schön. Du weißt doch, ich träume vom Wohnwagen.
Hier ist das Dreiergespann. Guck mal meinen Vater an. Schick, ja? Ich weiß an, was ich da gedacht habe. Was hast du denn an dem Mann gefunden? Nix. Ich weiß es auch nicht. Was wolltest du denn? Wo hast du denn den her? Aus Mallorca mitgebracht. Das war so eine Billigtour mit dem Bus. Mehr konnte ich mir damals nicht leisten. Und dann stand der Alte da. Und er war da auch in dem Bus. Und dann? Wie hat er dich angegraben? Gar nicht. Dann sollte ich neben dem sitzen. Da war noch eine Freundin dabei. Ich sage, im Liebtag nicht, der ist doch schwul. Da setze ich mich nicht hin. Und dann habe ich mich da nicht hingesetzt. Da habe ich noch Theater gemacht, damit ich einen anderen Platz kriege. Das war, der ist ja auch von Rastatt gewesen. Und dann? Dann hat sich das irgendwie entwickelt. Ich weiß auch nicht. Und dann hast du dich gleich draufgelassen oder noch nicht? Mal hast du eine Scheibe. Nee, aber wie war das? Ich lasse nie jemand gleich drauf. Wieso? Wieso gab es danach noch andere oder was? Nein, aber ich meine nur allgemein Männer. Ja, ich lasse nie. Das hört sich aber sehr gegenwärtig an. Wie wenn du heute auch noch. Ich würde heute auch noch so. Ich habe schon mal einen Mann noch gehabt. Meine Mutter ist zweimal verheiratet, ne? Ja. Normal. Erstmal war es der Uwe. Den findest du heute noch geil. Du bleibst beim Vater. Da gibt's nichts. Das ist mir wurscht. Du bleibst beim Vater. Ich werde mir keinen Mann mehr holen. Du bleibst beim Vater. Ich sag nicht. Die Diskussion ist durch hier. Also Leute, jetzt gehe ich. Ich bin doch kein Trennungskind mit 35. Das kann schon passieren. Du bist wohl nicht richtig. Die spinnt. Ich vergiss es. Guck mal, das hätte ich mir von dir sagen lassen. Du würdest dich doch nicht trennen vom Vater. Haus verkauft, die Hälfte an Knete und dann wird der Rest hier Holiday Inn gemacht. Ab auf die Malediven, kaufe ich mir eine Holzhütte am Strand. Zack. Kommt mir nicht in die Tüte. Der Wohnwagen wird gefahren. Den fahre ich ja. Den kann ich ja verschippen. Wir könnten. Ach, siehst du, da brauche ich nicht mal eine Holzhütte. Ah, nee, den kann ich verschippen. Auf Malediven sind keine Straßen. Dann kann ich nach Mallorca gehen. Da kann ich ihn rüber. Du würdest niemals, ohne dass, wenn deine Familie verteilt ist, würdest schon niemals irgendwo hingehen. Nee, würde nicht. Das würdest du niemals machen. Würde ich das nicht machen. Ja, das ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie manche Familien, wie die das schaffen. Ja, auszuwandern. Nee, aber auch generell, dass der Junge geht jetzt in die USA und ist 15 Jahre weg. Das ist schwer, Mutter, gell, sag ehrlich. Ja. Dass die Familien sich nicht sehen, dass die Leute nicht zusammen sind, das ist schwer, gell? Das wäre doch für dich auch ja, schwer. Ja gut, ich würde jetzt, wenn du sagen würdest und Caroline sagen wird, wir gehen jetzt alle nach, keine Ahnung wohin. Ja, wenn wir alle gehen, ja. Wenn wir alle gehen, ja. Ist was anderes, ne? Wohin. Ja. Da würde ich mitgehen. Wenn wir alle gehen, Knossi, halt deine Familie zusammen. Die labert doch nur. Ich kenne sie doch. Ah ja, das ist doch Quatsch. Das mache ich doch am Lebtag nicht. Wir waren ja alle auseinander. Wir haben alle auseinander gewohnt. Und irgendwann sind wir wieder in ein Haus gezogen. Ne? Für manche normal. Ganz normal. Ja. Familie sehr weit voneinander auseinander. Wenn man es gewöhnt ist, vielleicht ja. Wir sind es nicht gewohnt. Ne? Nee, ich würde das nicht machen. Meine Mutter macht viel Backstage-Familienbericht. Ja, wenn ihr euch für mich, meine Person interessiert und für meine Mutter, dann geht gern rein. Ihr erfahrt viel von der Familie und ihr seht Fotos, die ich nirgends hochladen würde. Hier wie das hier. Das würde es von mir nie geben. Ich bin jetzt halt hier gerade am Putzen. Das Ding ist echt, das ist echt gut. Ein bisschen Wasser und dann geht's vorwärts. Seht ihr? Influencer also, das ist jetzt unbezahlte Werbung, gell? Unbezahlte Werbung. Das ist jetzt nur rein. Meine Mutter macht, was ihr gefällt, erzählt sie. Mensch, wenn du bei mir oben einmal so drüber liegen, die Fliegen und die Kakerlaken und die Schaden laufen. Alge. Thank you.